sagen wir einfach nochmal, wir machen jetzt das Video, Hardware-Video zu der Bluetooth-Box, die mir jetzt in der Krankheitszeit wirklich den Arsch gerettet hat. Wirklich den Arsch gerettet hat, auf gut Deutsch. Weil, wie gesagt, ich habe nichts gehört. Die Nachbarn haben geklingelt und so, weil alles hier volle Pulle laut war. Und dann habe ich mir die Bluetooth-Box genommen, habe die mit meinem Fernseher gekoppelt und habe die praktisch irgendwie auf der Couch liegen, habe hier oben stehen gehabt oder halt vor mir. Dann ist halt nicht so weit. Ne? Und dann muss es nicht so laut sein und dann höre ich was. Oder ich habe sie dann halt so gehalten, so ganz nah, und dass ich wenigstens was höre. Ja? Weil das ist scheiße, wenn du das mit den Ohren, also wenn du nichts hörst, du kommst zum Beispiel, du kommst raus, also gehst aus deinem Haus raus und normalerweise hörst du Wind, Vögel, Autos, Nachbarn, die quatschen, Kinder, die schreien, weil Spielplatz oder so. Und du hast halt immer so ein Hintergrundgeräusche. Und wenn du das hast, du kommst raus und es ist still. Es ist still. Du bist einkaufen, es ist still. Mucks, Mäuschen, still. Und wie oft ich mich erschreckt habe in der Zeit, weil mir ihn auf den Rücken gepackt hat und gesagt hat, ey, und ich dann gesagt habe, ich höre nichts, du musst lauter reden. Viele haben gelacht, war lustig, für die, für mich jetzt nicht so, aber es war halt so, leider. Meine Tochter musste dann, wenn ich jetzt Anrufe hatte oder so, Zahnarzt und so, musste meine Tochter anrufen und dolmetschen, weil ich, wie gesagt, nichts gehört habe. Aber okay, wir wollen uns die jetzt angucken. Ich wechsle jetzt einfach mal in die Unboxing-Ansicht und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Ich mache nochmal schnell den Karton auf, dass ihr sehen könnt, für die, die das Unboxing, ach Quatsch, ja doch, in der Unboxing-Ansicht, also in der Hardware-Ansicht, wenn ihr das Unboxing-Video nicht gesehen habt, was ihr mit bei habt. Also einmal logischerweise die Bluetooth-Box, die habt ihr mit bei, logischerweise. Dann habt ihr ein Klinkenkabel, Klinke zu Klinke, mit bei. Dann habt ihr ein USB-C-Kabel mit bei, also USB-C zu USB-A. Ja, der ist mit bei. Dann habt ihr ein Band mit bei. Die hat ein Gewicht, also ich weiß nicht, wer sich das freiwillig ans Handgelenk macht, aber okay, wir haben es mit bei. Und ihr habt natürlich logischerweise, oh, das ist ein bisschen festgekantet, eine Anleitung mit bei. In mehreren Sprachen, auch Deutsch. So. Ich kann auch schon vorgreifen, die Box ist so an sich echt klasse. Hat aber, ich habe zwei Kritikpunkte, die aber wirklich auf hohem Niveau sind. Also das ist wirklich, wobei das eine, naja, aber das zweite ist wirklich auf hohem Niveau. Also da, also was man bei der nächsten Revision von der Box vielleicht verbessern könnte. So, das ist die Frontansicht, alles ist gummiert, außenrum, hier ist, ja, hier steht dann der Name, hier haben wir die goldenen Schrauben, unten haben wir dann halt ein paar Daten, wir haben vier Gummifüße, zwei links, zwei rechts, das ist die Rückseite, hier oben haben wir ein Fach, was mit Gummi abgedichtet ist, mit so einem Gummiverschluss. So, und dort haben wir einmal den USB-C-Kabel zum Laden. Hier haben wir ein Kartenlesegerät, also für die kleinen M2-Karten. Ne, wie heißen die? Mini-SD-Dingsbums. Und da haben wir den Klinkeanschluss. Also ihr könnt halt auch, müsstet nicht mit einem Handy oder irgendwo anschließen, ihr könnt eigentlich auch direkt hier auf die Musik auf der SD-Karte zugreifen. So, und alle dicht machen. Die soll wasserdicht sein. Ich, ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht getraut, die in eine Wanne zu schmeißen. Aber ich habe die Videos vom Hersteller gesehen und die haben so ein Wasser und so gehabt und dann kam hier so Wassertropfen hoch und so. Ich ehrlich gesagt, habe es mir nicht getraut. Weil, wie gesagt, ich war jetzt eine ganze Weile auf diese Box angewiesen. Und die hat mir wirklich das Leben gerettet, auf ihr Deutsch. Weil ich habe ja sonst nichts verstanden und dass ich wenigstens ein bisschen was höre, dass ich dann halt Fernsehen gucken kann. Ich habe halt so gehört, wie man es eigentlich nicht hört, mit dem Equalizer komisch eingestellt, zeige ich euch gleich. Aber wie gesagt, einfach nur, dass ich so ein bisschen Stimmen höre, so ein bisschen was beduselt wird, weil wenn man gar nichts hört, ist man es froh, wenn dann wenigstens ein bisschen was ist. Ja, also wie gesagt, vollkommen gummiert. Hier kommt dann das Band drin, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite nicht. Alles ringsherum gummiert. Hier haben wir die Knöpfe. Da gehen wir gleich drauf ein.
Dafür, ich muss erstmal mein Handy rausholen. Ich habe mein Handy schon gekoppelt. Gekoppeln könnt ihr das ganz einfach, wenn ihr anmacht und gedrückt haltet. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Ich will nur einmal ranzoomen, damit ihr die Knöpfe seht. Die Knöpfe haben auch mehrere Bedeutungen. Wir fangen mal ganz rechts, ganz links an. Wir haben hier den An- und Aus-Knopf, beziehungsweise Bluetooth, ja, dass man halt mit Bluetooth verbinden kann. Dann haben wir M. Wenn ihr M gedrückt haltet für 5 Sekunden, wird die Verbindung des Bluetooth-Geräts gekappt. Und wenn man einzeln drückt, soll man, glaube ich, zwischen SD, AUX und Bluetooth hin und her wechseln können. Dann haben wir die Equalizer-Taste für 3 verschiedene Einstellungen. Dann haben wir Minus. Und da ist Plus. Minus, Plus, Minus, Plus. Einmal drücken, also so leicht drücken, Minus oder Plus, ist halt laut oder leise. Ihr drückt Halten, Lied vor, Lied zurück. So, dann haben wir noch Play. Einmal drücken Play, nochmal drücken Pause. Bei mir drückt Halten, habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was passiert. Und Mikrofon haben wir auch noch, da können wir drücken, um den Google Assistant zum Beispiel zu starten. Kein Hexenwerk, allerdings alles im grünen Bereich. So, jetzt starten wir mal. Ich drücke jetzt einfach mal den Power-Knopf und halte den gedrückt. Ja, bei mir ist jetzt schon verbunden, weil Bluetooth ist ja an, aber so müsstet ihr da dann machen, dass es blinkt. Und dann im Handy findet ihr dann... Moment, Bluetooth. So, im Handy findet ihr dann die M4-Box, damit einfach verknüpfen. So, und wir wollen jetzt aber zu Spotify. Ich habe eigentlich schon vorbereitet vorhin. Bin ich noch da? Ne, bin ich nicht. Mist. Mist. Faun. Ach doch, da ist es. Nemesis. So. So, ich werde jetzt einfach, ich zoome mal ein Stück raus, dass ihr das seht. So, wir machen jetzt hier gleich Nemesis an, aber erstmal will ich euch den Equalizer zeigen. Wir haben weißes Licht, wir haben grünes Licht und wir haben aus. Gedrückt halten, passiert nichts. Ach, hier ist jetzt Bluetooth, glaube ich. So, jetzt zeige ich euch mal, wie schnell das eigentlich verbindet, wenn ihr das schon mal verbunden hattet. So. Da ist er. Die ist nicht blau. Und verbunden. Okay, zocki. So. Und jetzt gehen wir einfach mal hier auf Böser Zwilling. Nemesis darf ich nämlich hören. So. Das ist jetzt der Equalizer. Also ich mach mal ganz laut. Damit er auch. Ja, ist ganz laut. Hier geht noch lauter. Damit er das. Es ist jetzt wirklich doof, das darzustellen mit Mikrofon, aber es hört sich sehr gut an. So. Ohne Licht. So. Das ist weiß. Kaum Bass. Da ist dann die Stimme im Vordergrund. Grün ist mehr Bass. Also ich habe jetzt, wenn ich hören kann, so ohne Licht. Und wo ich jetzt mit den Ohren hatte, habe ich das Weiße angemacht, weil da ist kaum Bass drin. Man hört halt die Stimmen sehr klar und deutlich raus und das hat mir halt... Oft, weil mir bringt das nicht, wenn ich irgendwelche Explosionen halbwegs höre. Ich will ja wissen, was die sagen. Und ich habe halt auch nicht alle Frequenzen, nicht das alles komplett wahrnehmen können, wo das mit den Ohren war. So. Jetzt drücke ich Plus. Das ist die volle Lautstärke. Thank you.
Lied vor? So, dann machen wir wieder leiser. Das war nur, dass ihr das mal seht, wie laut die geht. Die geht wirklich extrem laut. Und man kann alles sehr gut hören. Also so habe ich es halt jetzt gehört, wo ich krank war. Und wenn ich jetzt gesund bin, höre ich eigentlich so. So, das ist eigentlich so. So, das ist so die Lautstärke, die ich jetzt tagsüber so höre. Und jetzt machen wir mal raus. So, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel drücke, dann öffnet sich hier der Google Assistant und ich kann sagen, wer bist du? Ich bin dein Google Assistant und kenne viele interessante Fakten. Hast du Lust auf... Nee, habe ich nicht. So. Man kann auch zwei von denen kaufen und nebeneinander stellen oder halt ein Stück weit auseinander stellen und dann hat man Stereo. Ja, das ist auch möglich, habe ich gelesen. Ich habe nur eine, ich kann es halt nur mit einer jetzt sagen, dass ich, wie der Sound ist. Also es wäre aber rein theoretisch möglich, dass man zwei hat und dann hat man Stereo-Sound. Hört sich dann natürlich noch ein bisschen besser an. Ich habe soweit nichts zu meckern mit der Box. Die ist rundum gummigeschützt, hat einen guten Klang, geht schön laut, verbindet sich arschschnell mit Handy oder Fernseher. Hatte ich wirklich keine Probleme. Zwei Sachen sind, die man vielleicht bei der nächsten Revision verbessern könnte. Erste Sache ist das blaue Licht. Was signalisiert, dass er an ist. Die ist hier so beim M. Ich würde sie gerne hier drüben haben. Da. Für An- und Ausknopf. Weil mir ist oft passiert, dass ich dann abends gesagt habe, nee, dann gehst du jetzt ins Bett. Alles dunkel, Fernseher hatte ich schon ausgemacht, aber die Bluetooth-Box muss noch aus. Selbst wenn der Fernseher noch an ist, ist es ja nur so schummrig. Und ich drücke dann immer da, wo das blaue Licht ist. Aber das ist nur M, das ist nur einfach Bluetooth-Kappen. Ausmachen ist ja daneben. Das hätte ich gerne, dass das vielleicht verbessert wird, dass das ein bisschen rüber wächst, dass man auch im Dunkeln sagt, ach, da leuchtet es blau an und aus. Fertig. Aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Zweiter Punkt, was mir aufgefallen ist, ist, wo ich es benutzt habe. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt, wo ich krank war, tagtäglich benutzt, früh bis abends, damit ich ein bisschen was höre. Wenn die Box ausgeht, oder beziehungsweise bevor sie ausgeht und meldet sie sich, dass der Akku leer wird, macht sie so bip, bip und so, dann habe ich den USB da reingemacht, um sie zu laden. Logisch, werdet ihr jetzt sagen. Finde ich auch logisch, aber in dem Augenblick, wo ich den Stromkabel reingemacht habe und die Box angefangen habe zu laden, hat die Box die Bluetooth-Verbindung zum Fernseher gekappt. Ich musste im Fernseher erst wieder sagen, Bluetooth mit der Box verbinden, ja, und dann hat er sich wieder neu verbunden. Jedes Mal, wenn die Box geladen wurde, hat die mich da rausgeschmissen. Also das wäre halt noch, was man noch verbessern könnte. Sonst habe ich hier ehrlich gesagt nichts, was ich großartig verbessern wollen würde, weil es ist wirklich gut. Sie liegt gut in der Hand durch das Gummi, wenn man so rumschleppt. Man kann sie anhaken. Ja. Sie hat einen guten Klang gehabt, hat bis immer noch einen guten Klang und sie hat mir halt den Arsch gerettet in der Zeit, wo ich krank war. War ehrlich gesagt mein Lebensretter, weil ohne die Box... Das Einzige, was ich sonst gehört hätte, wäre das Schreien von meiner Frau und meinen Kindern, wenn sie was von mir wollen. Und so habe ich dank Box halt auch ein bisschen Ton mitgekriegt. Mal ein Lied, ein Film, eine Serie oder was weiß ich. Natürlich habe ich nicht so einen Empfang gehabt, wie wenn man gesund ist, dass man halt das Feuerwerk, also wenn da irgendwie Autos explodieren und Reifen quietschen und was weiß ich, und dann irgendwelche die Sabbel, wenn die quatschen. Nein, ich habe dann halt nur... Also das andere habe ich nicht gehört. Ich habe halt nur, dass sie Quatsche denn gehört. Vielleicht, wenn eine Explosion mal laut war, kam die noch mit dazu. Aber sonst eigentlich nur die Quatsche, weil wie gesagt, ich habe mit dem weißen Licht, wo halt Bass und so eigentlich relativ aus ist.
immer ihr habt. So. Ich kann sie, wie gesagt, nur empfehlen. Ist eine schöne Box. Ich werde sie euch auch in die Videobeschreibung packen. Wie gesagt, Stereo könntet ihr auch machen, wenn ihr zwei habt. Denkt dran, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Hashtag Odin. Alles Weitere findet ihr in den in der Beschreibung. Also da, wo ihr die Antwort schreiben müsst und wo ihr euch dafür anmelden könnt. Aber hier ist wichtig, dass ihr halt hier erstmal Hashtag Odin schreibt, damit da zu den gehört, die ausgewählt werden können. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.